So, willkommen zum angesprochenen Schnelldurchlauf. Allerdings werde ich es doch ein bisschen anders machen, als ich angekündigt hatte, weil normalerweise wollte ich das ja so machen, dass ich diesen Speedrun jetzt komplett nebenbei mache. Allerdings hatte ich ja, ein bisschen größer machen hier, schon gesagt gehabt, dass ich das mittels dieser, mittels der neuen Map machen möchte, dieses Hunty. Dem hier. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, wir machen jetzt diesen Schnelldurchlauf, wo ich im Spiel kaum was Quatsch werde, sondern einfach durchwaschen werde. Ja, und erstmal ein bisschen was vorneweg. Wir hatten ja das Let's Play gestartet mit den ersten 6 Maps. Allerdings war ich da so dumm und habe auf dem einfachen Schwierigkeits-, also auf den normalen Schwierigkeitslevel gestartet. Obwohl ich ja immer Ultraviolence mache. So, jetzt für den Speedrun werde ich ja sowieso auf Ultraviolence gehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt bei dem Speedrun versuchen, die ersten 6 Levels durchzuwaschen. Das am Stück auch aufzunehmen. Das wird also eine Folge jetzt werden. Eine etwas vielleicht längere Folge, mal gucken. Und werde aber mit diesem Schnelldurchlauf jetzt meinen vorhandenen Speicherstand für dieses Map-Pack überschreiben. Das heißt also, wenn wir denn danach dann wieder unser normales Let's Play weitermachen, werden wir nicht mehr auf unseren alten Speicherstand, wo wir die 6 Maps bereits gemacht hatten, zugreifen, sondern auf den ich jetzt hierbei erzeugen werde. Dafür aber halt nicht mehr auf dem normalen Schwierigkeitslevel, sondern halt auf dem Ultraviolence Level, weil normal war, ist halt, ja, ist halt Kinderkram, ne? Ja, nur soweit zur Erklärung, ansonsten genießt die Show. Wenn es denn eine gute wird. Und zwar gehen wir hier auf. Und nicht auf normal. Gut. Ja. Ich verstehe mal nicht, warum ich schon auf das Licht reagieren, Alter. Also, als wenn mein Taschenlampe so laut ist. Ich weiß nicht, Ultra Nightmare Enemies are much more aggressively and or respawn. Ja, genau. Und genau dieses Respawn after 20 seconds. Wobei es bei Vanilla du mehr sind. Das ist nicht schon nach 20 Sekunden. Egal. Genau deswegen spiele ich dieses Nightmare nicht, weil damit klappt man keine wirklichen Strategien. Sondern wirklich halt dieses Ultraviolence. Und ich darf am Anfang die Taschenlampe einschalten. So, zuallererst. Dankeschön. Okay, na dann, auf ins Gefecht. Ist hierbei noch nie die Munition leer gelaufen. Interessant. Na gut. Achso, wir haben hier vorne noch ein bisschen Munition. Zumindest bei Vanilla Doom. Ach da. Nachher nicht vergessen. Mal irgendjemand sagen, warum die Munition aufgegangen ist. Na gut. Ja,
ja, am Anfang ist die Tür noch nicht offen. Wie ich vermutet habe. Fuck. Hä? Achso. Halt. Hier. Framerate AD. Durch Gitter schießt man ja auch nicht. Vor allem nicht durch den Stahlgitter. Das kann er nicht werden. Aha. Getroffen. Oh, das ist schon weg. Also wenn ihr im Wasser nicht sprinten kann, ey. So, was mal Waffen nachladen. Gut. Na komm, komm, komm. Wow. Alter. Hab ja gerade mal gar nicht getroffen. Was war denn da bitte los? Komm, 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 ich hab eine Ewigkeit. Fuck! Das so noch auf dem Shellgunner stand, habe ich echt zum ersten Mal gesehen. Was? Ach so. Ja, manche Sachen sind hier im Vergleich zur Vanilla Map doch etwas anders. Boah, Alter. Ja,
Wir haben die blöden Chaingunner. Wo kam der denn jetzt her? Hä? Vielleicht hätte ich das hier doch mit dem Vanilla mitmachen sollen, ja? Hat der hier den Minigun? Da oben scheinbar. Ja, also durch die ganzen Luftlöcher, die haben hier scheinbar wesentlich mehr Reaktionsspielraum als bei dem Vanilla Map. Aber... ach, da oben die ganzen Leute werden schon aktiv, ob ich hier unten rumrenne. Das ist normalerweise nicht so. So, Alter. Aber ich glaube, ich weiß gerade langsam, wo der Imp immer steht, der uns immer überrascht. Und weiß ja hier hinten jetzt, hier ist keine Versteck entstanden. Ah, Leute. Ah Gott. Nee, also glaubt man, das wird nichts. Wer schießt denn hier? Na, ich werde hier langsam paranoid. Na, vielleicht wieder nur 50% Leben. Na, Leute. Wir verbrauchen viel zu viel Munition. So. Und der Imp, der uns immer überrascht, ist nämlich genau hier hinten. Und dieses Versteck gibt für den Vanilla nämlich nicht. Deshalb hier alles ja ein Bereich. Und das habe ich natürlich nicht bedacht. Aber gut. Jetzt weiß man's ja. So, ich will dich haben. Komm her. Ah, oh, geht doch.
Naja, man merkt also schon, diese Map hier zu benutzen hat nicht nur Vorteile, sondern halt auch leider ein paar Komplikationen. Aber gut, man gewöhnt sich dran. Scheiße. Bullshit. Und ich habe schon wieder keine Munition mehr. Das ist echt tragisch. Na komm runter. Wenigstens konnte ich jetzt mal die Munition hier aufsammeln. So. Na komm. Und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So. Vielleicht hätte ich diesen Schnelldurchlauf hier doch machen sollen mit der Vanilla-Map. Achso, ah. Ich bin ja auch bescheuert. Na komm. Dass man dieses Nachladen nicht abbrechen kann, ja? So, jetzt auf ins Ziel. Die Map dauert schon wieder viel zu lange. Sechs Minuten habe ich für die Map gebraucht. Wollt ihr mich verarschen? Was? Wieso kann man mich mit dem Ding auch durcherwischen? Oh, Alter. Warum können die Gegner mal Sachen, die ich nicht kann? Ah, die Map geht doch schon wieder wesentlich besser. Ich habe schon mal gemerkt, dass das Speedrun wird das hier nur noch aus Lichtlinien bestehen.
Wobei meine Munition immer noch nicht ganz so auf dem Höhepunkt ist. So, wie aktiviere ich diese Tür nach? Aha. Danke. So, muss ich noch auf der Seite hier? Achso, okay, das war die Seite, wo ich war. Oder? Na. Bin verlagt. Ich muss doch hier hin. Nee. Gott, hier hin. Alter. Geht doch. Abschluss bitte langsam zurück. Ah, meine Hand kribbelt. Ungünstige Position. Ah, komm. Digga, Breakdance hier. Auf Munition. Mindestens gibt es hier wieder ein bisschen Munition. So. Fenster hier, die ich komplett vergessen gehabt. Doktor, Alter, mit einer Axt. Sind wir hier im Bürgerkrieg oder was? So. Warum der mich geschossen hat, Alter. Ach so, das ist ein Totenkopf hier vorne. Ich dachte, das ist ein Pinky gewesen.
schon ist noch jemand, der was auf die Fresse haben möchte. Was? Warum wieder alle her? So. Genau den hatte ich vermisst gehabt. Okay. Der hat gesessen. Na komm, 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 komm. Dankeschön. Ups, fuck, ein bisschen zu weit gelaufen. Ist das jetzt hier schon Map 6? Oh, ja, ist schon Map 6. Na gut. Oh, ja? Jetzt haben wir auch wieder unsere Spinne. Statt den 4 Hell Knights. Oder wie auch immer die hießen. Danke dafür. So, ich sollte auch mal speichern. Gerade bei der Map jetzt, wir haben noch kein einziges Mal gespeichert. Schon ganz schön. Und wir wussten bisher gerade mal bei einer einzigen Map neu starten, und zwar bei Map 3. Allerdings dort darf ich auch gleich fünf oder sechs Mal oder sowas. Also war nicht gerade sehr zufriedenstellend. Aber gut. Die Map war doch ein bisschen anders, als ich in Erinnerung hatte. Dementsprechend sind natürlich meine alten Strategien nicht ganz offen gegangen. Aber man lernt da, sich mit Sachen zu arrangieren. So. Auf das jetzt hier freut mich mit den Schaltern. Ich hatte nämlich keine Ahnung, ob hier überhaupt eine Strategie funktioniert? Nein, wohl eher nicht. So, soll ich erstmal das hier aktivieren? Ah, ne. Der funktioniert ja mal gar nicht. So, wo sind jetzt die ganzen Schalter? Also, wir haben da hinten einen, wir haben da einen, wir haben da hinten einen.
Und hier muss noch einer sein. Hier vorne muss auch noch irgendwo einer sein. War das hier? Ich glaube ja. Ah, da hinten ist noch einer. Und hier ist einer. Wow. Alter. Fuck! Die Krusche hätte ich fast schon aktiviert gehabt. Ah, okay. Halt aber auch auf allen Rohren, ja. Hi. Na, Bullshit. Ich muss die Dinger immer gleich von Anfang an treffen. Achso. Ah, Gott, Alter. Also das mit den Schaltern ist definitiv nicht Speedrun-freundlich hier. Oh, komm. Vor allem, wenn man die Schalter nicht trifft. Wer wird denn gerade getroffen? Ich bin auf mich, angeschossen. Das habe ich nicht gehört. So, okay. Jetzt haben wir alle Schalter aktiv. Na komm, einmal runterfahren bitte. Geht doch. So. Das hätten wir schon mal. Dann geht es auch auf den nächsten. Halt. Bullshit. So. So, wir sind schon raus. Wie wenig Leben hat es denn nur noch? 32. Ah, das geht besser. Definitiv. Keine Frage. Hä? Wie konnte er mich denn durch das Gitter durchkratzen? Digga, ich stand mindestens 2 Meter von ihm entfernt. Also ein bisschen Realität braucht man schon. Alter, schon wieder. Digga, wie können die mich kratzen, obwohl die mindestens 3 Meter von mir entfernt stehen? Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. So, erstmal rauslocken. Ah, zugegeben, das war dumm. Oh. Mist. Ach, geh doch mal auf hier. Digga, bis du auf bist, bin ich ja schon lange tot. So, jetzt wird die ganzen Minipacks hier einsammeln. Oh, habe ich schon mal eingesammelt. Nicht erfreulich. Boah, Alter, ernsthaft? Hier war noch einer? Ja, das wird doch nichts mehr. Okay. Ich glaube, das ist das nächste Level, wo wir wieder ewig brauchen. Hä? Achso, ich habe gar nicht gespeichert. Das ist natürlich auch nett. Und ich bin tot. Das ist natürlich auch nett. Ernsthaft jetzt? Ach Leute, ernsthaft, das kann nicht wahr sein hier. Ich
Jetzt habe ich nicht mehr den Sprung darüber. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Na, kommt doch her. Die Fahrspiel ist schon echt nervig. Also ich glaube, wenn ich den Speedrun hier fertig habe, dann werde ich noch einen Speedrun aufnehmen und dann doch wieder mit der Vanilla Map. Weil das hier ist... Die möchte ich doch erstmal ein bisschen öfter spielen, bevor ich mich hier an einem Schnelldurchlauf ranwage. Das ist ja katastrophal, ja. Ist jetzt alle gut? Warte doch. Und wieder der Fahrstuhl. Zugegeben, der Fahrstuhl ist schon echt nervig. Habe ich aber gerade schon, glaube ich, gesagt. Ich meine, er sieht ultra cool aus, definitiv. Fürs normale Let's Play echt nur so. Aber für den Schnelldurchlauf ist der echt ultra unempfehlenswert. Meine Waffe nicht. Ah, super. Na komm. Einmal runter, bitte. Nein, 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 nein. Alter. Wer denn? Kommt ihr denn her? Er hat eine Falle, wenn ihr hier rüber lauft, dann wird das Ding nicht aktiviert. Ab und zu habe ich das Gefühl, dass meine linke Maus auf ihn reagiert.
Aber da hat sich noch tatsächlich gerufen. Geht doch. Genau so sollte das laufen. Dankeschön. Ey, Quatsch. Ja. Gerade die Fische jetzt hier schwer zu erkennen, ey, das ist ja. Da braucht ja schon Augenchirurg. Keiner hier die Einfahrt nicht gefunden. Dankeschön. So. Ah, war doch gar nicht mal so schwer, oder? Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde gleich nochmal eine Aufnahme machen mit Vanilla Team. Denn für guten Wert war das definitiv zu schlecht. Ja. Von daher, ciao mit V.